Hallo, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Life is Strange, Episode Numero Uno. Letzte Folge haben wir hier ein bisschen mit den zwei Stephen Mikey Pen and Paper gespielt und ich fand das richtig, richtig cool. Ich kann da hier nochmal kurz ein Follow machen. Ja, wenn der Name nicht dasteht. Zack. I'm So. officially out of excuses to stay out here. Ja. Must mean it's chemistry time. Es ist Chemistry Time, ja. So, zack, Follow und jetzt geht's ab in die Chemistry. Zum Chemunterricht hier, Chemieunterricht. Diese Videos werden übrigens auch auf Vidme hochgeladen. Also verfolgt mich auch auf Vidme. Drückt dann einfach mal den Verfolger. Hey! What have you got here? Twitch? Don't call me that! True North. A jock so dumb he makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh, wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back! I hate that you're on the team now. You're such a loser. Haha! Want to take this elsewhere, guys? The mute speaks? Whoa, whoa! You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At least my family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move, Nathan. My dad lost his job at the shipyard when your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. Bestimmt die Freunde von Nathan. I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. Ooh. You're a piece of shit. I am going stop to it. Kill you. You guys, stop. Chloe, do something. Don't just stand there watching. Ich halte mich da raus. Mir keinen auf die Schnauze bekommen. If you don't take the time to stand back and watch, you miss some of life's finer moments. Genau. Like Booyah! That. That took me months to put together. Quit the team, Twitch. Or next time it'll be worse. Go to hell. You should be ashamed. Tab, Tab drücken. Mir gefällt nicht, wie wir die Dinge, hallo, belassen haben. Hallo, wir reden heute Abend weiter. Perfekt. War das ein sarkastisches Perfekt? Nein. Ich habe sie kurz sarkastisch gesprochen. Tempest, hallo. Anti-Drogenposter. Okay, noch ein anderer Drogenposter. Ja. That pick would actually make a sweet tattoo. Ich denke ehrlich über ein Tattoo nach. Mariana tötet, ja. So, Maybe ansehen. if I delay going inside long enough, Blackwell will be overrun by future excellence. Ui, Good. ui. You're here. What the fuck? Perfektes Timing? I do beseech you, chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Miranda. Oh, my father, I have broke your hest to say so. Good. Admired Miranda. Indeed worth what's dearest Das kann doch Chlorine nicht machen. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time had listened to many a time the harmony of their tongues hath I listened to. Hayden, you're killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton.
No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner, who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome. This is getting as surreal as last night. Looking good, Rach. Very cool. Exquisite, Rachel, as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... My affections are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. The question is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? Links ist die Antwort von Chloe und rechts ist die Antwort von Max. Guck mal, wie die alle waren. Ich find's richtig lustig. Ich muss es einfach bringen. Miranda is an idiot, because falling in love is stupid. What is she, 12? Actually, she's about 15, so your point, whoever you are, about being an idiot or being naive, is well taken. Okay. Thanks, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh, no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Your eye looks fabulous. Where'd you get it done? What? Just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay. So, why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Yeah. Sure. Gucken wir uns hier mal um. Get the belt. Die Tasche scheint wohl dorthin bei den drei Kisten zu sein, genau. Should be doable, right? Hey now. Sharing is caring. Ecke ist Steph. Okay. To internet or not to internet. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Firewall, Knight, du siehst scharf aus. Wer ist die Süße in deinem Arm? Ich glaube, das haben wir schon vorgelesen, ne? Das haben wir letztens vorgelesen. Nächste. Why do theater kids take themselves so seriously? Das haben wir noch nicht gelesen. Rachel Amber ist Prospera. Rachel Amber, eine neue Schülerin der Blackwell Academy, beeindruckte in ihrem Vorsprechen mit einer herzzerreißenden Lesung vor Blanche aus Tennessee, Williams Endstation Sehnsucht. Okay, das ist irgendwie ein Titel, da ist groß geschrieben. Rachels andere Interessen umfassen Sport, das Departier-Team, Spendensammlung auf Booster, lokale Geschichten und Natur. Lokale Geschichte. Okay. Also, zum Beispiel Entstehung der Stadt, nehme ich mal an. Sie hofft eines Tages auf den auf den Bühnen des Broadway und der Kinoleinwand in Hollywood zu erscheinen. Nathan Prescott als Caliban, das klingt besser. Nathan ist ein geliebter Sohn der ältesten und einflussreichsten Familie von Acadia Bay und hofft, dass seine Vorstellung in der Sturm das Vermächtnis des Bradcott-Namen an der Blackwell Academy noch erweitern wird. Die Darstellung von Caliban war eine Herausforderung für den Zehntklässler.
der seine Freizeit mit Sportfotografie und seinen Freunden verbringt. Guck mal, das Bild von Nathan, das sieht da richtig bushaftig aus irgendwie. Eieiei. Dana Ward als Miranda. Dana ist in der 10. Klasse und trat im letzten Jahr in zwei anderen Produktionen an der Blackwell Academy auf. Dana mag Football, vorwärts Bigfoots. Achso, so. Die ist bestimmt hier Cheerleader, nehme ich mal an. Social Media und Tanzen mag sie auch. Sie hofft in der 12. Klasse ein Mitglied des Vortex Clubs zu werden. Hayden Jones als Ferdinand. Diese Aufführung markiert den Einstieg von Hayden Jones in die Theatergruppe der Blackwell Academy. Er sprach als Ergebnis einer Mutprobe vor und wie sich herausstellte, genießt er die Schauspielerei tatsächlich. Er ist im 10. Jahrgang und zu seinen Interessen zählen Sport, Kräuter und lange Spaziergänge im Wald. Okay. Juliet Watson als Ariel. Juliets Hauptinteressen sind Journalismus und sozialer Aktivismus. Doch sie ist sehr aufgeregt. In diesem Frühling ihren ersten Auftritt als Ariel zu bestreiten. Dem unberechenbaren und mächtigen Geist, den Prospera verzaubert und ihrem Willen unterworfen hat. Travis Keaton, Regisseur. Okay, ach nee, das ist ja der Lehrer, ja genau. Der Herr Keaton. Travis Wilbury Keaton, okay, wir hatten noch einen zweiten Namen, ist ein Veteran des Broadways und dient der angesehenen Blackwell Academy als Lehrer der Schauspielkunst, Mentor und Freund. Er hofft, dass seine bescheidene Neuinterpretation von Shakespeares Meisterwerk die zukünftige Generation an Anführern dieses Landes dazu inspirieren kann, nach Größe zu streben und niemals sein Motto zu vergessen. Ars gratia artis. Okay, das ist wahrscheinlich Latein, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Inspiriert Steve Gingrich, technische Crew, Adam Glenn, Gina Yao, Stella Hill und Jason Redford, Tongestaltung Brooks Scott, Design des Programms und Poster Evan Harris, besonderer Dank an Direktor Wells, Rose Amber, Charlotte Prescott, Helen Christensen, Bernadette Heuda, Samuel Taylor und besonders die Prescott Stiftung. Okay. Ist die Rose Amber die Schwester oder die Mutter von unserer Rachel? Ansehen. That's the nicest backpack I've seen in my life. Ein Foto. Rachel looks so happy here. Jo, das ist wahr. There's Rachel's belt. Guess I'll go give this. Können wir uns hier noch ein bisschen umsehen? Da Requisiten und hier hinten irgendwo noch was? Dahinter? Ah, Rachel Amber will suck as Prospera. If VC, Victoria Chase, nehme ich mal an, had any talent, maybe she would've gotten the path. Talent? Is that what got Mr. Keaton cast you slut? Also slut heißt Schlambers, weiß ich schon mal. Oh, R.A. will suck as Prospera. Kann ich das noch übersetzen? If VC had any talent, maybe also. She could have gotten the part. Talent? Is that what got Mr. K to cast you? Slut?
Okay. Drama Lab for nothing. Sie hat es schon übersetzt. Sehr schön. Kommentieren. Oh, das mache ich gern. What to say? What to say? Es ist verbittert. Hat jemand gesehen? Playing Nein. The part of the bitter, passed over, talentless hack, VC. Sehr schön. So, jetzt gucken wir vorne die Instrumente an. Noch ein Poster. Ansehen. Times are hard for elite private high schools. Okay. If I'd known acting meant getting to play with weapons, I totally would have auditioned for the Tempest. Sweet collar, Pepe. Should be life is drama. Ja, so kann man das sehen. Was steht hier? Wuhu. Ich kann das kaum lesen. Die Sonne so stark scheint hier. Guck mal, Kostümständer. Must be 100 costumes in here. Am I the only student who's not in this show? Loretta, Tempest, Quell. We know what we are, but Less no. Talk, more belts. Ja, klar, Moment. But no, not way, not what we may be. Nee, we may be. Okay, Shakespeare, alles klar. Boaster. Rachel Amber, drama star and guardian angel. I still can't believe that was her last night. I love WAP. Save my life. Get some ink. Ringschirm freigeschaltet. Tremelis Pesnoi. Okay, ansehen, da ist ein Zappel. Wo sind die ganzen Stifte? Ich weiß, dass du es warst, Hayden. Lustig, lustig. I'm gonna guess it's from Logan. Dana, du bist wunderschön. Willst du mit mir ausgehen? Ich fände es super. Von durchgestrichen Logan. Rate wer. Also Logan. Rate wer. Logan, rate wer. Rachel? Is this your belt? Yes. Thank you. I really liked your costume. Thanks. So, did you bring flowers for my dressing room? Ich schulde dir was, nur diesen Gürtel. How about a belt instead? Perfect. I'll let you finish changing now. Und doch ein bisschen rumstöbern. Yay. Chloe Price. Rachel Amber. Last night was amazing. Da auch erstmal ein Stück Torte. Woher habe ich jetzt eine Entscheidung getroffen? Stark. Echt cool. Eingegriffen werden, warum werbt, ey, das ist eine perfekte Antwort. Getting attacked by goons amazing. I've got to hang out with you more. Deal. To tell the truth, I went to bed last night wishing it never had to end. Oh yeah. Then I thought, why? Why does it have to end? Das ist tiefsinnig. Vielleicht tut es das nicht. Is that
Rhetorical question? How would you like to join me on a little field trip? Fuck yes. I was born to ditch. I hoped you'd say that. Now about that eye, that is a hell of a battle scar. Do you want me to cover it up with some makeup? Yes, please. People won't shut up about it. Aber einmal trotzdem, warum sollte man das nicht ausnutzen? Hold still. This is a lot of makeup. That's the price of valor. Close your eyes. Much better. Holy shit. Let's get the hell out of here. Okay, meine lieben Freunde. Das war's dann mal wieder. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Tschüss.